Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons, Doraemon. Ich muss mich ein wenig beeilen. Heute ist das Kuhfest, das geht glaube ich nur bis 18 Uhr. Deswegen sollte ich mich mal ganz schnell sputen auf zum Harappa-Platz. Hallo Leute, was geht, was geht, was geht? Festtage sind einfach die besten. Ja, ich sag leider immer dasselbe. Oh. Ich muss trotzdem alle anquatschen. Vielleicht bekomme ich bei ein paar mehr endlich mal ein grünes Herz. Hab ja erst bei zweien schon eins. Stimmt's, Marc? Mhm. Ihr beide, ne? Ach, Marc, wenn du einmal hier bist, hier hast du eine Ameise. Er steht auf Ameisen. Das ist super. Hallo, Cooper. Hallo, Giant. Ach, ich bin schon... Ich hasse mich schon fast ein bisschen, dass ich den ganzen Namen schon weiß. Das ist voll schlimm. Suneo. Harmon haben wir auch grün. Und Raviola ist inzwischen endlich auch blau. Das heißt, wir haben jetzt bei niemandem mehr hellblau. Perfekt. Und hier noch einmal für Shizuka etwas. Da freut die sich bestimmt sehr. Hallo Resto, hallo Doraemon. Ach, mit Yu haben wir auch noch nicht gesprochen. Huhu. So, Tomace. Heute ist der Kuhwettbewerb. Hast du eine Kuh mit Siegespotenzial? Ja, Annika. Mal gucken, wie weit wir kommen. Sie ist nicht perfekt, aber doch schon ganz gut. Oje, mini, mini. Okay, willkommen Leute. Der Kuhwettbewerb beginnt bald. Erlaubt mir, euch die Ohren zu präsentieren. Zuerst unser Arzt, Dr. Rokondo. So viele muntere Kühe heute. Welche ist die gesündeste? Als nächstes der Besitzer des Viehhandels, Yu. Ah, es wird nicht leicht, die Siegerin unter den Kühen zu bestimmen. Nun ist es an der Zeit, die Kandidaten vorzustellen. Ja, Herr Bärhut aus der Stadt und aus der Stadt und seine Kuh Maria. Lupita und seine Kuh Annika. Und dann Aurin von auswärts und seine Kuh Mudonna. Ich mag, dass sie aus die Stadt und aus auswärts kommen. Die Orte haben nicht mal Namen, übelst geil. Nun, da wir die Kandidaten kennen, beginnen wir mit der Bewertung. Rokondo, Yu, ihr seid dran. Na, bin schon mal gespannt. Sieht aus, als wäre die Bewertung vorbei. Zeit für die Ergebnisse. Zuerst unser Drittplatzierter. Bronze geht an. Oh, wir sind schon mal mindestens Zweiter. Ihre Beziehung könnte besser sein. Sprech jeden Morgen mit ihr, okay? Ich schlage vor, nächstes Jahr gibst du alles. Als nächstes unser zweiter Platz. Silber für... Oh, wir sind nicht Erster geworden. Knapp daneben ist auch vorbei. Verbring mal Zeit mit ihr. So knapp, gib alles, um nächstes Jahr zu gewinnen. Oh, und nun, wer heimst den Ruhm und die Ehre für den ersten Platz ein? Die Goldmedaille geht an Herrn Bärenhut und Maria. Oh. Hihi, diese Kuh wurde gehegt und gepflegt, das merkt man. Ah, unser Sieger erhält diesen Gedenkpokal als Preis. Oh. Also, Damen und Herren, eine Runde Applaus für den Sieger. Aber immerhin, zweiter Platz. Wir steigern uns vom letzten zum zweiten und bald hoffentlich auf dem ersten. So, damit endet unser Kuhwettbewerb. Ihr habt euch Mühe, was für Mühe, woho, losgeschlagen. Mühe, egal. Auch wenn ihr heute nicht gewonnen habt, das nächste Jahr kommt. So. Und wir haben ganz viel Geld bekommen. Und wir haben den Kuhwettbewerb erlebt. Hallo, Shizuka. So, ich habe eh schon mit allen hier gequatscht. Wie sieht denn deine Energie aus, Lupita? Ich glaube, gar nicht mal so gut. Natürlich nicht. schade. Aber naja, ich kann noch mal ganz kurz so für mich... Oh, wir haben jetzt wieder ein bisschen Geld. Weil diesmal nicht wieder ganz so arm dran. Harappa-Platz, Bürgermeisterhaus, Café Manf. Kuckuckshaus, Hühner, Hansens Haus. Wie sieht's denn aus? Könnte ich theoretisch noch was kaufen? Nee, Jenny ist auf dem Harappa-Platz. Nee, geht leider nicht, ja. Na gut. Das nächste große Event. Wieder ein Erntefest, ne? Erntewettbewerb. Da werden die, glaube ich, nicht ganz so viel mitmachen können. Also,
Sollte erstmal die Saatmaschine mir bauen lassen. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen aber dauern. Ich habe wieder ein bisschen in der Mine rumgegraben. Hier und da ein bisschen Erz gefunden. Aber ist schon heftig. Ja, aber ich sollte eigentlich, ne? Ich sollte eigentlich anfangen mit der Pflanzenzucht. Also mit der gezielten. Dass ich halt eben auch dann die Sachen mit dem Saatgut selbst mache und alles. Ihr wisst schon. Dann kann ich auch auf lange Sicht qualitativ hochwertigere Pflanzen dann auch verkaufen. Es wird auch mehr Geld einbringen. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Schauen wir einfach mal. Ein bisschen Geld habe ich ja jetzt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal das Geld für mehr Energie für Nubita ausgeben. Oh, ach, Rokondo. Genau. Das wird eben so ein Rokondo-Trink und so. Und da kostet er leider 8000. Das ist doch sehr teuer. Und bringt uns momentan auch gerade mal noch 5% mehr Energie, also 5 mehr Energiepunkte pro Tag, aber 5 mal in der Mine irgendwo draufhauen oder nicht draufhauen. Huch. Okay, wieder ein Event mit Mark. Suchst du nach den Erntewichteln? Oh, hey Nobita. Nein, heute suche ich mal nicht. Warte, echt? Das kommt unerwartet. Hey, nicht alles bei mir dreht sich um die Erntewichtel. Ich suche nach Muscheln für Gemma. Komme, was wolle, ich finde sie. Sie mag Muscheln, oder? Ja, ich will daraus Schmuck machen. Sie hat mich quasi angebettelt, welche zu finden. Also, ich suche dann mal weiter. Soll ich dir helfen? Das wäre mir eine große Hilfe. Also, ich habe das Gefühl, dass Mark generell sehr gerne Dinge sucht. Mark, sieh mal, hier drüben gibt es ganz viele Muscheln. Mark? Sieh mal hier, Nobita. Kleine Fußspuren. Erntewichtel sind heute zu Fuß unterwegs. Hier auch. Und hier? Oh mein Gott. Also, bei Mark geht es immer nur um Wichtel, Wichtel und Wichtel. War nicht mal so gut. Schade. Frage ist, wie es weitergeht. Ich hab so die Hoffnung, dass mich die Spur von Mark auch dann zu den Erntewischeln irgendwann einmal führt. Das heißt, bis dahin einfach mal mehr mit Mark reden. Guck mal. Die Erntegöttin, ich meine natürlich, Vena könnten wir eigentlich auch nochmal besuchen. Wir müssen uns mit ihr auch mehr anfreunden. Mache ich auf jeden Fall gleich. Ich werde jetzt erstmal nochmal gucken, ob es neue Orangen gibt. Ja, gibt es sogar wirklich. Die nehmen wir mal mit. Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen. Wir können dann vielleicht irgendwann Saft draus machen oder so. Wobei, es gibt keinen Mixer, glaube ich. Ah, damals gab es sowas noch nicht. Aber bestimmt für irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, wofür wir die brauchen. Ich behalte sie einfach erstmal. Vielleicht für einen Salat oder so. Vielleicht wäre es auch klüger, sie einfach zu verkaufen. Ich weiß es nicht. So. Dann über den Pfeifenberg. Noch schnell zum alten Baum und noch mal mit Vena gesprochen. Hier lang. Boah, ich habe ewig lang diesen Weg hier nicht gefunden. Aber da ist auch echt gut versteckt, muss ich sagen. Ganz schön fies. So. Ich komme selten so zu ihr, ne? Meistens nehme ich immer die Tür. Das ist doch schon ein ziemlich nerviger Weg ist. Man kann auch nichts mitnehmen auf dem Weg oder so. Das ist so eine Endhaltestelle hier. Kommst du vorbei, um zu spielen, Nobita? Nobita, solltest du nicht bei diesem schönen Wetter draußen spielen? Wir haben es nachts im Winter. Vena, alles gut bei dir? Hallo? Fein. So, gut, dann gehe ich wieder. Und dann im Frühjahr kann ich hier endlich ständig dieses Kompott schenken. Da braucht man ja Äpfel und Honig dafür. Äpfel habe ich ja genug. Der Honig, der kommt dann. Darum werde ich mich dann kümmern. Ich werde extra viele Bienen sammeln. So, dann gehe ich jetzt aber auf jeden Fall auch noch schlafen. Ich frage mich auch, wann Penta mit dem Pferdestall fertig ist. Ich weiß auch gar nicht verstreckt, wo der Pferdestall dann stehen wird. Wird man dann schon rausfinden, vielleicht hier? Weil das eigentlich eher aussieht wie ein Lager. Ach, wir werden es schon sehen. So, Katzi Tatzi, das schnappe ich mir mal. Und ich hoffe, dass am Montag auch der Laden offen hat. Ich brauche wieder Saatgut. Ich möchte noch so viel wie möglich mitnehmen im Winter. Kyoto, kommst du? Da ist er. So, dann gehe ich jetzt schlafen. Und trinke noch einen Schluck. So. Guten Morgen. Erstmal Kyoto knuddeln. Aber eigentlich müssen wir gar nicht mehr knuddeln, ne? Guck
doch mal, wo steht's? Hier, die Zuneigung an, ne? Das habe ich voll drauf. So, ja. Aber mit Mimiko, da muss ich mich noch ein bisschen anfreunden, was auch immer das bringen könnte. So. Boah, es ist aber so dunkel morgens auch. Achso, ich habe ja keine. Ich muss erstmal wieder mein ganzes Werkzeug rausholen, aber erstmal verstaue ich das alles hier. So. Alles klar. Ich brauche die Bürste. Ich glaube, ich brauche auch die Schere, ne? Ich habe das letzte Mal das Schaf jetzt nicht geschoren. Die Armenes. So, das müsste jetzt alles sein. Gut, dann fange ich mal mit Bewässern an. So. Ich überlege noch ein paar Schneeklöckchen, könnte ich ja anbauen. Die bringen, glaube ich, auch ein bisschen mehr Geld als die Rüben. Wobei, der Rettich. Wobei der Rettich natürlich auch nicht so lange zum Wachsen braucht. Das ist die Frage, was sich mehr rentiert. Ich glaube, vielleicht sogar der Rettich. Na, muss ich mal gucken. Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. Wie viel Geld haben wir nochmal? Ich glaube 12.000, ne? Ja, ein bisschen mehr. Da könnte ich eventuell ja mal anfragen. Vorsichtig. Ob ich vielleicht nochmal was verbessern kann. Aber ich glaube, genug für eine Samenmaschine haben wir auf jeden Fall nicht. Wie viel braucht ich da? 100 mal Eisen oder so? Das ist ein ganz verrückter Wert. Einen Moment bitte. Wie viel Eisen habe ich denn? Was soll das haben und soll abprüfen? Nein. Könnte bald soweit sein, aber bestimmt auch so 70 Silber oder so. Das ist echt schwer. Und so kaufen will ich es auch nicht, weil Erze zu kaufen ist mega teuer. Und da fehlen mir momentan halt eben leider auch einfach... Ups, was mache ich denn hier? Die finanziellen Mittel. Gucken mal, alternativ könnte ich ja meine Sichel mal ein bisschen aufpeppen. Das nervt mich auch immer, dass ich so viel rumsicheln muss, gerade beim Gras bzw. beim Weizen. So. Ja, Nobita. Ich bräuchte auch mal ein paar Kekschen wieder, ne? Ich habe keine Tierkekse mehr. Finde ich auch schade. So. Tada! Perfekt. So. Einen Moment bitte. Oh mein Gott, Leute, ich sehe gerade. Sorry, ich musste ganz kurz weg wegen meinem Hund, aber guck mal, ich habe hier eine Maschine, aber hier sind noch so viele. Oh mein Gott, ich habe davon ja noch gar nichts, bis auf die Mühle. Ach, Jemine, da ist, glaube ich, noch einiges vor uns. Ich denke immer so, ja, wir haben das Spiel schon fast durch und dann gucke ich mir sowas an und denke so, wir haben, glaube ich, noch gar nicht wirklich angefangen. Krass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann dann noch was werden. Ich brauche dringend mehr Geld. Und ich muss mehr in der Mine machen und ich brauche mehr Energie und ich brauche so viel eigentlich. Ah, und Leckerchen für die Tiere brauche ich ja auch noch. Ich glaube, ich mache hier irgendwas in dem Spiel falsch. Es kann nicht sein, dass es so schwer ist. Einige von, ich weiß, ich wiederhole mich, aber einige meinten, bei denen sind noch einige Sachen günstiger als bei mir. Irgendwie dachte das Spiel bei mir so, jo, für die machen wir das Spiel schwerer. Was mir eigentlich aber auch gefällt, andererseits. Ich merke es, wenn es ein bisschen schwieriger ist. So, hallo Türmes. Ich bin viel zu beschäftigt für deine King-Kollektion. Okay, gut. Aber ich trotzdem mit dir reden. Du beginnst den Tag mit Frühsport, hä? Nee, ich kümmere mich eigentlich einfach nur um die Tiere. So, hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, dass ich wirklich bald sowas wie eine Glocke bekomme, weil ich will die nicht alle einzeln raus und reinschieben. Das ist mir echt zu viel Arbeit. Dann nehme ich auch gerne in Kauf, dass es ein bisschen länger dauert, bis hier die Herzen steigen. So. So, und wo ist die Schere? Schere, 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 da. Perfekt. Und dann noch alle füttern. Und vielleicht komme ich heute auch nochmal mit ein bisschen Fressi-Fressi vorbei. Werden wir sehen. Mal gucken. So. Geld habe ich jetzt immer noch keins, ne? Es wurde alles gestern schon verkauft. Oh Mann. So, hier rein, 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 rein. Und diese wunderbare Wolle kommt auch mal jetzt hier rein. So, da möchte ich gleich mal gucken. Hat denn der Schmied heute offen? Der Smitty. Könnte gut sein. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So. Nee. Hat er vielleicht erst ab 10 offen oder gar nicht? Nee, er hat gar nicht offen. Das ist natürlich sehr schön. Ganz großes Kino. Toll. Ich kann ein bisschen rumrennen mit allen reden. Auf Wiedersehen, Herbstbrise. Und hallo, Winterwind. Wir haben schon Mitte auf Ende Winter.
Hallo, hallo, hast du nicht zufällig Pommes, oder? Oh nein, ich hab keine Pommes. Ach, zu schade. Wen könnte ich wohl nachfragen? Mich nicht, ich bin die Pommeslose hier. Ja, schau mich auf jeden Fall mal ein bisschen um. Vielleicht kann ich hier noch ein paar Events triggern, das wäre eigentlich ganz toll. Ich überlege, ich könnte eventuell noch ein paar Rezepte kaufen. Ja, ich frage mich jetzt, ob ich die Rezepte wirklich brauche oder ob ich die automatisch bekomme, sobald ich das Gericht einmal gekocht habe. Das ist schwierig, aber da jetzt hier eh keiner ist, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen verloren. Nirgendwo ist hier jemand, außer Gemma, die da hinten so ein bisschen rumhüpft. Hier, den Steinbrecher nehme ich mir mal noch mit. Ist denn hier in der Klinik wenigstens was los? Na, immerhin. Immerhin hier ist Verlass drauf. Und selbst das Rokonto nicht. Wow, ist das für mich? Da werde ich ganz rot. Danke, Nobita. Ja, so bin ich. Hallo, Serena. Hey, ich soll für Dr. Rokonto Mayonnaise finden. Hast du zufällig welche da? Ich könnte dir für Mont Blanc geben. Was meinst du? Ja klar, Mayo habe ich, glaube ich, sogar. Das mache ich natürlich gerne. Das liegt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Dann bringen wir Serena mal, hoch. Ah, und schon ein Event, was ich wollte. Wollte ich sagen. Und dann bringe ich Serena ja ein bisschen Mayonnaise. Was ist denn hier los? Gemma und Rambi. Hi. Was gibt's? Rambi und ich spielen Restaurant. Genau. Willst du mitspielen, Nobita? Ich spiele mit. Kochen spielen mit einem richtigen Koch könnte lustig werden. Ah, Harmon. Die steht voll auf Harmon, Leute. Was macht ihr, Leute? Du solltest mitspielen. Hä? Was denn spielen? Wir spielen Restaurant. Oh, cool. Hört sich lustig an. Spielst du auch mit, Nobita? Na klar. Dann bin ich dabei. Bestimmt. Komm, Spawn, spiel mit. Okay, was soll ich machen? Du und Harmon seid die Gäste. Rambi und ich kochen. Hört sich gut an. Dann kommen jetzt ins Restaurant. Hallo. Hi. Willkommen. Nehmt Platz. Darf ich eure Bestellung aufnehmen? Ich nehme Spaghetti. Ich nehme Spaghetti. Spaghetti? Gemma, weißt du, wie man das kocht? Spaghetti? Klar, das ist meine Spezialität. Was nimmst du, Harmon? Ich nehme das Hacksteak. Einmal Spaghetti und einmal Hacksteak. Kommt sofort. Was ist denn hier los? Was macht ihr? Oh, Entschuldigung, wenn wir laut waren, Resto. Ach, kein Problem. Ihr spielt also Restaurant? Ja. Gemma und ich sind die Köchinnen. Und Harmon und Nobita sind die Gäste. Haha. Hört sich toll an. Weißt du, spiel doch auch mit. Aber klar doch. Ich war als Kind richtig gut in diesem Spiel. Kann man in dem Spiel auch schlecht sein? Natürlich. Resto ist ja auch Koch geworden. Er ist wie geschaffen für die Rolle. Du warst bestimmt schon damals ein richtig guter Koch, Resto, oder? Ach was, ich habe immer den Gast gespielt. Was? Und was muss man tun, um ein guter Gast zu sein? Na, man muss einfach alles essen. Alles? Unkraut, Kiesel, Reisbällchen aus Schlamm. Ich habe alles gegessen. Ach du Schande, was ist denn hier los? Was? Aber das kann doch gefährlich sein. Trotzdem habe ich meinen Teller immer leer gegessen. Du hast dich nicht sehr verändert, oder? Nein, das mache ich heute noch. Was zur Hölle ist hier wieder los? Oh, die Reisbällchen. Ich esse alles. Wieso hast du nur einen so großen Appetit? Keine Ahnung. Man lässt einfach kein Essen stehen. Wirklich? Wegen den Tischmanieren? Das ist aber kein guter Grund, um Schlamm zu essen. Resto, drückst du dich wieder von der Arbeit? Oh nein, erwischt. Du kannst mich doch nicht einfach allein lassen. Oh, tut mir leid, ich komme gleich zurück, okay? Was erzählt der Schranta? Bitte, nur das nicht.
Oh Mann. Wir lenken Resto nur ab. Sollen wir lieber gehen? Ja, gehen wir. Danke fürs Mitspielen. Es hat Spaß gemacht. Mir auch. Ja, sowas habe ich lange nicht mehr gespielt. Was meinst du, Nobita? Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Das freut mich. Lass uns das mal wieder spielen. Ja, auf jeden Fall. Abgemacht. Bis später. Bis später. Matane. Yum, 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 yum. So. Mal ein bisschen Restaurant gespielt. Süß. Das gefällt mir. Hi. Alles klar bei dir, Nobita? Natürlich. Außer, dass du nicht offen hast und ich bei dir nichts bestellen kann. Hm, ich irgendwie... Ich guck mal ganz kurz. Kiste öffnen. Bitte, danke. Hm, das kommt rein. Oh, dann nehme ich mir mal Hartholz. Vielleicht freut sich ja der liebe Penta über Hartholz. Hier. Bitteschön. Wer sagt zu einem Geschenk schon nein? Danke. Na, Udon ist es leider nicht. Das mag man nämlich am allerliebsten. Aber Hartholz ist auch okay. Gut. Dann haben wir schon einiges jetzt die Folge geschafft. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn sie da ist, die Main Story of Seasons Doraemon. Bye und bis zum nächsten Mal. Ciao.